Hallo Leute, seid willkommen, euer Remy am Start. Es geht mal wieder ein Spiel Roots of Magic um die Suche von gewissen Materialien. Na, nun klettern wir da mal wieder hoch. Ein bisschen zu steil für uns. So, jetzt Kameraden. Und zwar heute um das Erz Hexeisen. Wo kann man das Ganze gut finden? Möchte ich euch gerne erklären, wo auch meine Lieblingsstelle ist, wo man das Ganze herbekommen kann. Und ich hoffe, das wird euch dann bei eurer Suche dann später auf jeden Fall hilfreich sein, damit es bei euch dann natürlich schnell geht, wenn das Hexeisen gebraucht wird. So, und da drüben. Ne, Mystizid falsch. Wir müssen in die Richtung weiter. So, ich bin schon ein bisschen am Abbauen gewesen, hat schon ein, zwei Vorkommen hier, ja, am Suchen, weil das Ganze gerade selber brauche. Und zwar Hexeisen. Ja, was gibt es zum Hexeisen großartig zu sagen? Hexeisen ist natürlich, am Ende sehr wichtig für den Übergang im Bergbau von 40 plus, wenn man da nämlich ein bisschen weiterkommen will, aus meiner Sicht. Deswegen ist das Ganze hier eigentlich sehr gefragt mit diesem Hexeisen. Und deswegen machen wir das Ganze nämlich auch gerade mal wieder bergeweise suchen. Und wir haben in dem Fall schon unsere passenden Rezepte. Reiten wir noch kurz ein bisschen durch die Gegend, sammeln uns hier noch ein, zwei Vorkommen und dann zeige ich euch gern, wo wir hier dann sind. Aber noch eins. Nehmen wir natürlich gerade mit. Hallo, mal bitte da hinten. Ja, sag mal, Streik. Darf doch wohl nicht wahr sein. So, Hexeisen ist mit einem Skill von 38 Bergbaufähigkeit, nämlich abbaubar. Und 14 Goldladenpreis. Damit ist der Preis hier an der Stelle für das Hexeisen nicht wirklich hoch. Aber was es, wie gesagt, besonders macht, ist, dass man, wenn man nicht Bergbau erlernen möchte, dann kann man ja einige Skill-Sachen quasi etwas auslassen, etwas überspringen. Und diesbezüglich gehört nämlich Hexeisen eher zu den wirklich gefragten Sachen, die da im Spiel für Bergbau dann wirklich gebraucht werden. Gegner sind hier jetzt nicht üppig groß. Was heißt nicht üppig groß? Also wir haben hier so 40er, 38er. Ich zeige euch auch gerne eine Stelle, wo man es dann auch schon mit kleineren Gegnern, also im leichteren, wenn man noch nicht so hoch ist, dann ebenfalls gut wegsammeln und farmen kann. Da steht dann schon unser nächstes Vorkommen. Gleich zwei nebeneinander. Wie praktisch. Eins oben, eins unten. So. Ja, Hexeisen sieht im Rucksack dann so aus. Man kann es, wie gesagt, relativ einfach mit einem Skill von 38 abbauen. Es hat einen Preis von 14 Gold im Laden. Die Sache ist ja, oh, wie sieht das in der Tasche aus? Ja, Hexeisen hier grün. Nach dem Abbauen ist es in der Tasche als rot. Dann gehen wir noch runter, nehmen wir den auch noch mit. So, und die Gegner hier gerade mal so um die Alt. Da geblieben. Sie greifen auch uns an, das ist keine Frage, aber in der Regel lassen wir uns nur. Wenn wir natürlich genau rein und durchreiten und zu nahe kommen, dann kommen wir mit. So, aber es geht ja heute nicht um Gegner, sondern um Hexeisen. Suchen wir noch schnell ein Vorkommen. Nehmen wir gehen extra in diese Richtung. Da sollten hier nämlich ebenfalls noch Vorkommen vorhanden sein. Ja, sagen wir ja, da sehen wir schon das nächste. Und dann lassen wir auch gerne mal einen stehen und nehmen das danach. Aber hier kommt ein Hexeisen mehr als das andere. Also auch einen stehen lassen bringt ja nichts, wenn wir natürlich über drei gleich stürzen. Okay.
So, und da haben wir schon unser Schmelzen. Um hier am Ende in den Fähigkeiten noch ein bisschen weiterzukommen. Gerade von 38 kann man das Hexeisen abbauen, bis 40 wird es relativ schwierig. Von daher haben wir hier verschiedene Rezepturen ebenfalls angenommen, um auf das Verhütten quasi zu kommen. Und da ist natürlich das Hexeisen mit dabei. Das Ganze kann man nicht unendlich machen. Also man kann nicht hier, ich sag jetzt mal, 80 Hexeisen sammeln. Und das funktioniert nicht. Also man kann daraus aus 8 Hexeisen eine Hexeisenbahn bauen. Einen Klumpen bauen. So rum. Wenn wir ihn aber zerlegen, sind zwei Hexeisen weg. Von daher schrumpft natürlich die Zahl. Aber das ist auch meine Festhaltung, wo ich die mit dem letzten Charakter gespielt habe, dass das sehr viele machen, gerade mit diesem ja, mal schnell hinstellen und dann eben die Hexeisenklumpen zum Beispiel herstellen, um einfach mal schnell und fix ein bisschen zu skillen. Ja, ich habe es jetzt hier auch probiert und es geht relativ gut, aber dafür sind natürlich auch relativ viel Hexeisen weggegangen. Ich hatte diesmal wirklich ein bisschen Schwierigkeiten, hier quasi über die Stufe 40 hinauszukommen. Bergbau funktioniert jetzt so: Man nimmt erstmal die Fähigkeit an, dann hat man bis Level 20 und dann muss man ja ein neues beziehungsweise das Lernen von 20 bis auf 40 ist dann die Möglichkeit. Da haben wir zum Beispiel hier Zink und von 40 plus. Wir sind gerade im Bereich 40 plus, also 45. Wir wollen in Richtung natürlich Meister logischerweise werden. Und mal gucken, wie uns das Ganze gelingt. Da werden wir noch einige Rezepte annehmen müssen. Denn zwischenzeitlich sind die Gegner in unterschiedlichen Größen als die Eisenvorkommen, die uns da so über den Weg laufen. Und von daher kann man nicht immer alles sammeln oder alles mitnehmen. Das macht ja nicht viel Sinn. War hier, wie gesagt, das ebenfalls eine gute Empfehlung. Wo gibt es diese Rezepte zu kaufen? Auch das kann ich euch gerne noch zeigen, und zwar in den Obsidianfässern. Nein, nicht am schwarzen Brett. Da müssen wir mal in die Stadt. Wir haben in Varanas die Händler für die Rezepturen. Wir haben hier auch die Möglichkeiten, das Ganze auch zu verhütten. Und wir haben auch die Möglichkeit, in den Obsidianfässern das Ganze zu tun. Hier drüben haben wir die Schmiede. Hier haben wir für unsere Sammelberufe, da kann man den annehmen. Und der verlangt dann nämlich gerade, wenn man 40 plus lernen will, nämlich drei Hexeisenklumpen und noch zwei andere Metalle, die er da haben möchte. Von daher kann man da nämlich gleich dann die Rezepturen kaufen. Daher eine stand, glaube ich, sogar hier drin in den Obsidianfesten, und dann kann man das Ganze nämlich annehmen. Zack, easy, ein paar verhütten und den Quest abgeben, und dann hat man das Ganze schon durch, wenn man die Rezepturen gleich dann auch mitkauft. So Leute, nun haben wir aber genug gequatscht hier von diesem Hexeisen. Ich glaube, das reicht. Meine Lieblingsstellen, um das Ganze zu farmen, hier, wie gesagt, haben wir bergeweise Hexeisen, dann hier rum bis zu den Obsidianfesten ist mehr als reichlich, und auch hier oben ist es denn sehr gehäuft am Vorkommen. Wer nichts ganz so großes vom Level her, so 30, 35 rum, der ist eher hier wirklich gut aufgehoben. Da sind gerade hier oben, also sind die in den Bergen bei den Echsen, da haben wir Füchse und noch ein paar andere Gegner mit dabei, Frösche. Und ja, die sind eigentlich relativ klein. Wie gesagt, circa um die 35 kann man hier auf jeden Fall super Hexeisen farmen. Das ist kein Problem. Das habe ich ebenfalls gemacht. Wer mag, kann es da natürlich gerne probieren, wenn er noch ein bisschen kleiner ist. Ansonsten im Staubteufel Canyon oder eben noch dazu. So, müssen wir mal suchen. Wo ist denn unser Rabenfeld? Da ist unser Rabenfeld. Das versteckt sich. So, Hexeisen kommt ebenfalls hier unten noch mit vor, und hier in diesem Bereich, hier bis um den See, haben wir auf jeden Fall Hexeisenvorkommen noch am Start. Allerdings nicht so viele. Von daher lieber woanders geguckt. Und dann werdet ihr auch reichlich finden.
Danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und Remi sagt in dem Sinn, tschüss. Bis zum nächsten Mal.